Ich begrüße Sie alle recht herzlich im Namen des 1. FFC Turbine Potsdam zur Pressekonferenz des heutigen Champions League Viertelfinal-Rückspiels zwischen Turbine Potsdam und dem ASC Torres. Zu meiner Linken begrüße ich die Gästetrainerin Manuela Tessel und ihren Dolmetscher. Zu meiner Rechten begrüße ich unseren Cheftrainer Herrn Schröder. Ich werde übersetzen aus dem Englischen, bitte darum ein bisschen Geduld, wenn es einen Moment dauert. Und übergebe zuerst das Wort an unsere Gäste. First, I'd like you to give your comment to today's match. A good match today for Torres. I'm so sorry for a mistake in the second and fourth goal. But the team today is very strong. Sie denken, das war heute ein gutes Spiel Ihrer Mannschaft? Über ein, zwei Tore zu viel ärgert sie sich ein bisschen. Today the team play good soccer against a good team, a strong team. My compliment to Poznan and good luck. Ihre Mannschaft hat heute guten Fußball gespielt gegen eine gute Mannschaft aus Potsdam und sie wünscht Turbine viel Glück im weiteren Turnierverlauf. Okay. Se vista non c'era differenza di 8 gol che ci sono stati all'andata, ero sicura che la squadra oggi sarebbe espressa al massimo e non avrebbe subito gli 8 gol di Sassari. We were confident that the difference among the team was not the same like the first leg. In the first leg with 8 goals and we are confident that we are better than the first leg. Okay. Sie war sich sicher und auch überzeugt davon, dass die Abwehrleistung ihrer Mannschaft heute nicht so desaströs sein wird wie im vergangenen Spiel und sie weiß auch, dass ihre Mannschaft nicht 8 Tore schlechter ist als Turbine. Okay. That's all? Okay, thank you very much. Herr Schröder, Ihr Kommentar zum Spiel? Ja, wir haben ja vorher gesagt, dass es so ist, dass wir nicht diese Differenz von 8 Toren haben. Vor allen Dingen im spielerischen Bereich. Das hat man gesehen, dass die Leute, die ja spielerisch überzeugt haben, die erste Halbzeit die Räume eng gemacht, uns nicht zum Spiel kommen zu lassen. Man darf aber nicht vergessen, es gibt zwei Dinge, die man beachten muss. Wir haben ab Montag schon intensiv für die nächsten Spiele trainiert. Das heißt also, wir haben das Training hochgezogen. Schon auch für die Nachholspiele und dann natürlich die Sache, dass wir mit unserem zentralen Mittelfeld, Elzig und Simic, zwei Spielerinnen nicht zur Verfügung hatten, die wir heute spielerisch leider nicht ersetzen konnten, weil wir die Mannschaft umstellen mussten. Das hat jetzt mit dem Ergebnis nichts zu tun. Das Ergebnis ist okay, aber wir haben fußballerisch nicht das gezeigt, was wir eigentlich können. Und das führe ich darauf zurück, dass wir im Trainingsprozess noch mal mindestens 50% draufgelegt haben und die Mannschaft ein bisschen fest war. Einige Spielerinnen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber doch einige. Aber wie gesagt, Respekt vor Torres, das hatte ich schon vorher gesagt in der Pressekonferenz. Wenn natürlich die Zuschauer herkommen und denken, wir schießen ja 12 Tore, dann sind sie völlig falsch am Platz. Wer im Viertelfinale der Champions League steht, der ist nicht so schlecht. Und dann muss man auch den Respekt zollen, dass sie heute sich gut verkauft haben. Natürlich hätten wir noch mehr machen können, wenn wir ein bisschen intensiver gespielt hätten, aber ich denke, dass sie mit erhobenen Hauptes nach Hause fahren können und wir uns nicht unbedingt einkramen müssen. Danke. Okay, danke Herr Schröder. Die Möglichkeit für die Medienvertreter, Fragen loszuwerden, so Fragen offen geblieben sind. So he is not very satisfied with his team today, but we started to prepare for the next matches already from the team. So we had a different starting level in our team, so some things didn't work out that well. But you think we played a good match, and you can talk with the team and go make a test as best game. Okay, Herr Morgner? Ja, Herr Schröder, wir schauen jetzt mal nach vorne. Halbfinale, Champions League gegen Wolfsburg. Zwei Kracherspiele, oder? Ja, wir haben ja jetzt UEFA-Abstellungsperiode. Die Spielerinnen von uns kriegen alle noch einen extra Plan mit. Und wir haben 8 Spieler nicht dabei.
viel, viel, viel wichtiger und bedeutender ist erstmal, dass wir, wenn wir das Nachholspiel gegen Hoffenheim hier zu Hause gewinnen, in 14 Tagen zum ersten Mal Spitzenreiter der Bundesliga sind, in diesem Jahr mit einem Punkt Vorsprung, was sensationell ist, weil kein Mensch hat das erwartet. Und beides zusammen ist natürlich eine Situation, mit der müssen wir jetzt umgehen. Ich habe heute vor dem Spiel der Mannschaft gesagt, wenn wir dieses Nachholspiel gewinnen und wir sind an erster Stelle, lassen wir uns diesen Titel nicht nehmen. Und das Ähnliche werden wir jetzt versuchen gegen Wolfsburg. Wir kennen uns. Es kommt darauf an, wie die Spieler aus ihren Ländermannschaften zurückkommen. Wir haben WM-Qualifikationsspiele. Wir haben, wie gesagt, 8 Spieler nicht dabei, die nicht in unserer Regie sind. Deshalb haben wir die Woche nochmal hochtrainiert. Die kommen immer sehr, sehr, sehr leger zurück. Und wir müssen das wieder 14 Tage aufbauen. Aber ich denke, das hat der Wolfsburg das gleiche Problem. Wir werden hier im Ostersonnabend wahrscheinlich die Bude voll haben. Es wird ein Spiel um Biegen und Brechen gehen. Es geht nicht nur um Dinge, die wir gemeinsam seit langem immer haben. Es geht auch darum, dass wir uns die Zielstellung jetzt nicht aus der Hand nehmen lassen würden, nämlich ins Finale zu kommen. Und da muss man jetzt abwarten, wie die alle zurückkommen. Ich hoffe, dass wir hier den Bundesliga-Fußball so vertreten, wie sich das gehört. Ordentlicher Fußball, Zuschauer und dann in Wolfsburg dann das Rückspiel noch eine Chance zu haben, weiterzukommen. Kommen wir hoffen. Okay, gibt es weitere Fragen? Ja, eine allgemeine Frage. Moment, Herr Henke, bitte. Eine allgemeine Frage an die italienische Trainerin. Hat sie in ihrer Liga Kolleginnen mehr oder sind es auch nur Kollegen wie hier in Deutschland in der Liga? And he wants to know whether in your league are also female coaches or more male coaches? Ci sono anche donne allenatrici. Yes, two women. Bei Frauen? Three women in the league. And how much? In league. And how many male coaches? Ja, das sind 13. 13 Männer und 3 weibliche, 13 männliche Trainer in der italienischen Liga. Okay, gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich für Ihr Kommen, wünsche unseren Gästen eine gute Rückreise, wünsche good travel back to Sassari, good luck for the rest of your season, all the best. Thank you. Ich hoffe, dass wir uns alle genauso zahlreich wiedersehen in 2 Wochen. Nachholspiel gegen Hoffenheim und dann natürlich zum Halbfinale. Ihnen allen noch einen schönen Restsonntag. Dankeschön.